Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Tap to Know Game. Diese Woche widmen wir uns der letzten Edition des Mirrodins Block und zwar ist das Fifth Dawn. Fifth Dawn ist die 32. Expansion der Magic, die bisher erschienen ist und zwar am 4. Juni 2004 und beinhaltet 165 Karten. 55 Common, 55 Uncommon, 55 Rare. Das Pre-Release zu Fifth Dawn fand am 22. bis 23. Mai 2004 statt. Und fürs Erscheinen bekam man eine Foil-Alternativart Helm of Kaldra. Verkauft wurde Fifth Dawn in 15 Karten Booster-Packs, die man aktuell für 7 Euro bekommt. Ein Display bekommt man für 215 Euro. Ein Fat-Pack für 70 Euro. Und das ganze Set ist 125 Euro wert. Zudem gab es auch wieder die vier Themendecks. Da haben wir als erstes Nuts and Bolts. Das ist ein weiß-blaues Deck. Dann haben wir Special Forces. Das ist schwarz-blau. Wir haben Stampede. Das ist rot-grün. Und wir haben Sunburst. Das beinhaltet alle fünf Farben. Also ein Regenbogendeck. Und alle Decks bekommt man für 7 Euro jeweils. Und ein ganzes Display mit allen Themendecks, mal dreimal, bekommt man für 85 Euro. Im Magic Player Reward gab es aus den aus Mirrodin bekannten 1-1 Myrrh-Token und aus Darksteel den bekannten 3-3 Beast-Token. Es wurden zwei neue Abilities eingeführt. Und zwar Sunburst und Scry. Und Scry ist ja bis heute geblieben quasi. Das ist ja ein festes Keyword geworden in Magic. Und ja, hier hatte es seinen Ursprung. Weiterhin ist es ein sehr artefaktlastiges Set. Aber auch von wegen Five Colors Matters heißt das. Steht hier total im Fokus. Zudem wurden die Artefakte vom Layout etwas dunkler gemacht, um sie besser von den weißen Karten zu unterscheiden. Das war so ein Problem, was seit der Kartenframe-Änderung der 8. Edition da war. Zur Story sind Glissa, Bosch und Slobat weiter auf dem Weg mit ihrer Reise in den Erdkern Mirrodins und Memnas Reich. Und ja, das findet dann hiermit einen Abschluss. Es kommt nämlich hier zum Kampf gegen Keldra, ein Mana-Avatar von Memnach, der die Kraft vom weißen, blauen, schwarzen und roten Mana hat. Aus Wut und Verzweiflung wird Glissa immer stärker und aktiviert dadurch den Radex im Tangle und zieht eine riesige Menge grünes Mana aus dem Erdkern, was dazu führt, dass nicht nur der Avatar zerstört wird, sondern auch die letzte, die fünfte, die grüne Sonne über Mirrodin aufgeht. Und deswegen der Name Fifth Dawn, es kommt zu Mirrodins fünfter Morgenröte. Damit sind jetzt alle Monde oben quasi am Himmel von Mirrodin. Ja, soweit erstmal hier storymäßig zu dem Block. Das wird in Zukunft noch weitergeführt. Da gibt es dann noch diverse Editionen mit Scars of Mirrodin, Besiege of Mirrodin. Also da kommt noch auf jeden Fall einiges auf einen zu. Und ich glaube, dann geht die Geschichte auch so ein bisschen weiter. Also könnte ich mir zumindest da so ganz gut vorstellen, dass das weitergeht, weil ich meine, von Khan war ja jetzt nicht so groß mehr hier der Auftritt, deswegen da denke ich mal, wird auf jeden Fall das noch weitergeführt. Da bin ich auch schon mal gespannt. Wobei ich auch hier wieder sagen muss, keine Story hat mich bisher bis hierher so gepackt wie diese ganze Weatherlight mit Jera und so Story oder Ursa gegen Mishra und so. Das war schon ziemlich episch und das fehlt mir so ein bisschen in den letzten Editionen. Das wird dann in der Neuzeit ein bisschen besser, also das hier so mit der Gatewatch und so, das finde ich eigentlich ganz cool. Aber in der Phase von Magic fand ich die Story jetzt nicht so gut. Also stürzen wir uns in die Karten.
lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen direkt an mit der ersten weißen Karte. Abunas Chant ist eine Common-Karte. Oder Chan. Wir gehen jetzt aber diesmal nur die Rares auch durch. Oder so die Karten, die jetzt besonders da sich hervortun. Und da haben wir als erstes hier Auriok Champion 1-1 für 2 Human Cleric Protection from Black and Red. Whenever another creature comes into play, you may gain one life. Ja, gut. dann haben wir die nächste Rare. Haben wir Auriok Windtalker Human Wizard Fliegend. Und ich kann für Tappen ein Equipment attachen. Das ist eigentlich ganz cool. Dann haben wir hier Beacon of Immortality. Double Target Player's Life Total. Shuffle Bit Beacon of Immortality into Owner's Library. Wow, krass, okay. Ich sehe auch gerade, das ist eine 7-Dollar Karte. Also gar nicht so wenig wert, muss man sagen. Die ist da doch ganz gut. Ich sehe auch gerade dieser Auroic Champion. Der ist 25 Dollar wert. Krasser Scheiß. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Okay, weiter geht's mit Bringer of the White Dawn. Ich glaube, in jeder Farbe gibt es so einen Bringer irgendwie. Ja, was sind diese Bringer? Weiß ich nicht. Ich dachte jetzt erst Drachen, aber irgendwie hier irgendwelche Spirits oder Geister oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall 7 Colorless, 2 Weiß für ein 5-5. Trample-Typen. You may pay alle 5 Mana rather than pay Bringer of White Dawn's Mana Cost. Ah ja, das ist hier 5 Colors Matters, ne? Entwickeln die auf your upkeep, you may return target artifact card from your graveyard to play. Wow. Okay. Der ist ja mal auch nicht schlecht. Allerdings hat der keinen Wert über 2 Dollar. Gut. Na, schauen wir mal weiter. Einen kleinen Reprint haben wir hier sogar. Und zwar den Circle of Protection Artifacts. Ja, der ist ja auch noch bekannt aus den vorherigen Editionen, aber den wollte ich doch dann mal gezeigt haben. Ja, was hier halt weiter ist, neben den Humans, die es hier gibt, gibt es halt auch wieder hier Elephants und Cats. Also so ein bisschen was für Tribal. Und hier haben wir auch einen Rare Cat, Raksha Golden Cup. Vorlesen. Retaliata Instant für 4 Destroy All Creatures that dealt damage to you this turn. Auch nicht schlecht. Roar of Reclamation. Each player returns all artifacts cards from his or her graveyard to play. Boah, okay. Da muss man aber auch genau gucken. Dann eine Karte, die ich sehr gerne mag, die ich auch bei Magic Duels doch spiele, die eigentlich gar nicht schlecht ist. Das ist diese Skyhunter Skirmisher Cat Knight. 1-1 Fliegen Double Strike. Den kann man echt gut spielen, finde ich. Der ist gar nicht so schlecht. Und als letzte Karte, wie gesagt, die erste und letzte Karte einer Farbe machen wir ja immer, ist eine Uncommon, ist Vanquish für 2 Colorless und einen weißen Instant Destroy Target Blocking Creatures. Damit kommen wir auch schon zu Blau. Und Blau hat gleich als erstes eine Rare Card. Und zwar Acquire Sorcery Search Target Opponent's Library for an Artifact Card and put the card in the player under your control. Then that player shuffles his or her library. Das ist natürlich ganz cool. Für 5 Mana kann ich dem Gegner mal was rausholen und selber gegen ihn benutzen. Das ist eigentlich ganz cool. Dann haben wir Artificer's Intuition Enchantment. Hier haben wir noch so ein Beacon of Tomorrow. Target player takes an extra turn after this one. Shuffle Beacon of Tomorrow into his owner's library. Die Beacon ist 8 Dollar wert, also gar nicht so wenig eigentlich. Aber ja, diese Beacon sind halt echt cool hier in der Edition, was dann auch den hohen Booster- oder Displaypreis rechtfertigt. Fragezeichen. Blinkmouth Infusion ist eine Affinity-Karte. Würde sonst 14 Mana kosten, untap all artifacts. Ja gut, den muss man dann wirklich, glaube ich, mit Affinity casten. Dann haben wir den blauen Bringer, den man auch für 5 Mana spielen kann. Das ist auf 5-5 Trample. Und am Anfang der Upkeep kann ich 2 Karten ziehen. Ziemlich stark eigentlich auch. Karten ziehen immer gut, immer Kartenvorteil ist viel wert. Deswegen ist der gar nicht so schlecht eigentlich.
Hier haben wir dann auch nochmal, das können wir nochmal machen, Scry, nochmal Scry, look at the top two cards of your library, put any, also bei Scry 2 oder Scry 1, je nachdem halt, eine oder zwei Karten of your library, put any number of them at the bottom of your library and the rest on top in any order. Das ist ja auch heutzutage beim Mulligan dann so drin, dass man da jetzt auch scryen darf. Wenn man jetzt Mulligan macht, dann zieht man noch 6 Karten und darf die oberste Karte Scry 1 machen quasi. Dann packe ich die oben drauf oder lege sie nach unten. Ja, dann gehen wir weiter. Was haben wir hier noch? Hier haben wir die Hover Guard Sweepers. Als nächste Rare. Da brauchen wir auch, glaube ich, gar nichts weiter zu sagen. Gibt es auch weiter Affinity-Karten. Auch hier Early Frost Tap up to 3 Target Lands. Auch ganz lustig. Dann eine sehr beliebte Karte in dem Set. Und auch weiter, die sogar einen Reprint in Modern Masters gefunden hat. Mit Serum Visions. Serum Visions, ein blaues Mana. Ein Sorcery. Ich darf eine Karte ziehen. Und darf Scry 2 machen. Das ist natürlich sehr stark, ist eine der teuersten Commons, die es gibt. Also nicht nur hier in dem Set, sondern allgemein. Die ist nämlich in dem Set jetzt 3 Dollar auch wert. Und eigentlich immer, ja, ist eigentlich ein festes Staple in Magic geworden. Also davon, wer davon kein Playset hat, ja, der hat was verpasst. Spectral Shift haben wir als nächste. Rare ist ein Instant, ist wieder so eine Entwine-Karte. Ich kann einen aussuchen oder ich zahle noch die Entwine-Kosten dazu und kann dann beide spielen. Ja, gibt's ganz gute. Das ist jetzt mir zu viel Text hier, ehrlich gesagt. So, dann haben wir Vedalken Mastermind. Return Target Permanent Control to its Owner's Hand. Gut, kann ich so ein bisschen flickern. Das ist immer eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Aber ansonsten würde ich fast sagen, nicht unbedingt mehr spielbar. Also auch nicht im Legacy oder so. Dann haben wir als nächstes Schwarz. Und Schwarz fängt gleich mal mit dem Beacon an. Beacon of Unrest, eine 3-Dollar-Karte. Sorcery für 5. Put target artifact or creature card from a graveyard into play under your control. Und dann shuffle ich die wieder rein. Ja, ne, solide. Dann haben wir hier Zombie, dann haben wir hier den schwarzen Bringer of the Black Dawn. Ja, genau, Bringer of the Black Dawn. Der ist leider nichts wert, sehe ich gerade. Kann ich auch für 5 rausbringen, kriege ich dann ein, also entweder für 9 oder für 5, wenn ich alle 5 Farben spiele. Und kriege dann ein 5-5 Trample und am Anfang der Upkeep kann ich 2 Leben bezahlen und mir eine Karte aus der Library auf die Bibliothek legen. Ja. Naja, gut. Desecration Elemental haben wir hier. Für 4 Mana 8-8. Denkt man erstmal so, wow. 4. Whenever a player plays a spell, sacrifice a creature. Das ist natürlich hart, ne? Also da ist ein krasser Drawback. Hier ein Klassiker, Dross Crocodile. Ja, finde ich sehr schön. Dann gibt es Endless Whispers. Endless Whispers ist ein Enchantment, ja, lass ich mal jetzt so stehen. Mephidros Vampire. So, und der ist 5 Dollar wert. Da gucken wir mal genauer. Der ist 4 Colorless und 2 Swamps. 3, 4 fliegend. Each creature you control is a vampire in addition to its other creature types. And has whenever this creature deals damage to a creature, put a +1/+1 counter on this creature. Ja, der ist krass, ne? Für so ein Vampir-Deck, ob jetzt im Commander oder so schönes Tribal-Deck. Schöne Karte dafür. Ja, kann ich verstehen. 5 Dollar ist da, denke ich mal, an der Wahl. Moriok Rigger, Human Rogue, 2-2 als nächste Rare. Dann haben wir Plunge into Darkness, eine 4-Dollar-Karte. Ist auch eine Entwine-Karte, die dann nicht 3 kosten würde. Und dann kann ich Sacrifice any number of creature, then gain 3 life for each sacrifice creature. Oder ich kann halt Karten angucken. Ja, kann man so ein bisschen Unfug mitmachen. Okay. Rappen haben wir auch und als letzte Karte Vicious Betrayal. Dann sind wir auch schon bei Rot.
Beacon of Destruction. Beacon of Destruction deals 5 Damage to Target Creature or Player. Und dann kann ich ihn da reinschaffeln. 5 Schaden für 5 Mana ist absolut in Ordnung. Und werttechnisch, nee, ist unter 2 Dollar sogar. Also, ja, das ist ein kleiner Geheimtipp. 5 Schaden, 5 Mana, das ist okay. Dann haben wir als nächstes den Bringer of the Red Dawn. Ja, ist halt auch ein Bringer, 5 Trample und am Anfang der Upkeep. You may untap target creature and gain control und, until end of turn. The creature gains haste until end of turn. Okay. Dann als nächste Rare, als Beast, haben wir Cosmic Lava, 7-6 Trample. Und in der Upkeep muss ich ihn opfern, wenn ich nicht 2 Länder weghau. Boah, 3 Mana nur, 7-6. Damit kann ich nochmal ordentlich Druck aufbauen, ne? Das ist natürlich auch schön hier. Nächste Uncommon Feedback Bolt. So viel Schaden, wie ich Artefakte habe. Ist auch fies. Goblins gibt es natürlich auch. Dann gibt es hier Granulate. Destroy each non-land Artifact with Commander Mana Cost 4 or less. Wir haben hier den Ion Storm. Wir haben den Magma Giant. Wir haben. Oh, auch eine schöne Karte. Mana Geysir. Add ein rotes Mana to your Mana Pool for each tap land your opponent's control. Auch schöne. Schöne Karte. Rain of Rust. Finde ich auch ganz lustig. Ist eine Entwine-Karte. Und dann haben wir als letzte rote Karte Vulshock Sorcerer. Ist so ein bisschen Prodigal Sorcerer, nur mit Haste. Kostet daher auch einen mehr. Das heißt, ich kann ihn gleich schon benutzen. Okay, dann haben wir All Suns Down. All Suns Down, for each color, return up to one target card of the color from your graveyard to your hand. Then remove All Suns Down from the game. Okay. Dann haben wir Beacon of Creation, das macht mir ein 1-1 Green Insect Creature Token für jeden Wald, den ich habe. Krass, weil wenn ich rein grün spiele, habe ich schon mal 4. Das heißt, ich kriege für 4 Mana 4 1-1er. Und die Möglichkeit ist, nochmal zu ziehen. Also das ist schon ganz cool. Dann haben wir den Bringer of the Green Dawn. Ist ein 5-5 Trample-Typ. At the beginning of your upkeep, you may put a 3-3 Green Beast Creature Token into play. Auch nicht schlecht. Wie kriegt man hier am besten diese You may pay von jedem Mana eine? Wie kriegt man das am besten hin? Dann nehmen wir doch einfach Channel of the Suns. Das macht uns nämlich für 4 Mana mal 5 Mana in allen Farben. Das ist eigentlich auch ganz cool. Dann geht's weiter mit Joiner Adept. Lands your control have. Add 1 Mana of any color to your Mana Pool. Also kann ich aus Alma eben ein Birds of Paradise machen. Ziemlich cool. In so einem Elfendeck. Vielleicht könnte ich mir das gut vorstellen. Fünffarbig. Rite of Passage haben wir. Root Awakening. Tornado Elemental. Kenne ich auch noch gar nicht. Auch nicht schlecht. Und als letztes haben wir Viridian Scout. Halt auch eine 11. Dann kommen wir zu den Artefakten. Da geht's los mit dem Anedot Lurka. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Dann geht's weiter hier mit dem Modular. Und da baut sich jetzt dieses Sunburst ein, was ich schon erwähnt hatte als Mechanik. Und zwar, this comes into play with a +1/+1 counter on it. For each color of mana used to pay its cost. When it's put in a graveyard, you may put +1/+1 counter on target artifact creature. Also das ist das Modular. Das Sunburst macht den Unterschied von dem Mana so viel. Also wenn ich jetzt 5 Farben spiele und ich benutze jetzt für die 6 Mana 5 verschiedene, dann kommen da 5 Counter noch drauf. Das ist halt eigentlich ganz cool. Das ist halt dieses 5 Colors Matters, was ich vorhin meinte, was hier dann sozusagen greift. Dann geht es weiter mit der nächsten Rare, und zwar Clearwater Goblet. Dann noch eine Möglichkeit, um am 5 Mana zu kommen, ist dieser Golem. Ja, ist natürlich alles relativ langsam, ne? Dann gibt es diese Bobbles, gibt es hier irgendwie. Das ist auch so. Und die teuerste Karte im Set, 64 Dollar wert. Ist Crucible of the Worlds. Und you may play land cards from your graveyard. I thought they were in your hand. Da
gibt es nettes Combo-Deck, deswegen ist die Karte so teuer. Und ja, dann haben wir Door to Nothingness. 5 Mana Artifact, Door to Nothingness, comes into play tapped. Und für 2 weiße, 2 blaue, 2 schwarze, 2 rote und 2 Wälder. Und sacrifice das Ding. Target player loses the game. Das ist lustig. Ja, da sage ich mir jetzt mal nichts zu. Dann haben wir hier Doubling Cube. Double the amount of each type of mana in your mana pool. Okay, kann ich so auch noch nicht. Auch geil. Energy Chamber macht Counter. Auch ganz geil. Android Explosives ist das nächste. Ist die zweiteuerste Karte im Set für $58. Ist ein Artefakt mit Sunburst auch. Also da kommt das Artefakt aus dem Charge Counter für jedes Mana, was benutzt wurde, der Farbe ist halt X, ne? Und 2 und Sacrifice and Destroy each non-land permanent converted mana cost equal to the number of Charge Counters on Engineered Explosives. Auch nicht schlecht. Das ist auch fies. Aeon Hub. Players skip the Upkeep Steps. Damit kann ich Upkeep-Kosten umgehen. Würde ich jetzt mal sagen. Bin mir auch nicht sicher, aber die ist gar nicht so schlecht. Glaube ich. Weiß nicht. Aber wert ist sie nichts. Also wird sie wahrscheinlich nicht so gespielt werden. Dann haben wir hier auch noch eine Sunburst Creature. Die nächste Rare ist Fists of the Sun. Kann man immer 5 Mana bezahlen, also von jeder Farbe 1 und dann kann ich alle spielen. Auch ganz cool. Dann haben wir hier haben wir den Helm of Kaldra noch. Dann haben wir als nächste Rare, muss ich mal eben schauen, da. Oh Gott. Mykosynth-Golem. 4-5 Affinity for Artifacts. Artifact Creatures, Spells you play have Affinity for Artifacts. Das ist natürlich ganz geil in so einem Affinity-Deck. Dann als nächstes Possessed Portal. Razor Mane, Masticore. Salvaging Station. Okay. Silent Arbiter, Solarian, die vier teuerste Karte im Set, Death of Domination, $20 wert. Ach übrigens, ja, Mykosynth-Golem ist $14 wert, sehe ich gerade. Der Death of Domination, untap Death of Domination für 1, für 2 und tap New Game Online, für 3 untap Target Creature, für 4 tap Target Creature, für 5 draw Card. Wenn man da genug Mana hat, dann geht das vielleicht aber. Summoner's Egg, Summoner's Station, Pinscher, Creature Token, kenne ich auch noch gar nicht. Sun Crusher und The Daikon Aura Ray. Ach, die kenne ich doch. Oder? Nee, das war eine andere in Kaladesh, glaube ich. Aber die war auch irgendwas mit Ländern, deswegen war ich mir jetzt gerade nicht sicher. Und eine $12-Karte haben wir hier noch mit Vidalken Shackles. Und ja, hier haben wir noch mal so ein Bobble. Das ist die letzte Karte von Fifth Dawn. Und damit sind wir dann auch schon wieder durch mit Fifth Dawn. Und ja, sehr schönes Set, wie ich finde. Mit den 965 Karten relativ klein, aber doch nette Karten dabei. Wir starten dann nächste Woche in den nächsten Block, in den Kamigawa-Block. Und ja, nächsten Freitag dann Tap to No Game, Champions of Kamigawa. Ich freue mich schon. Bis dahin bleibt mir treu, euer Tito.